Und damit herzlich willkommen zurück zur Baldur's Gate 3. Ja, in der letzten Episode haben wir es ja hier runter geschafft und da hatten wir ja den Hinweis bezüglich der Dunkelheit und ich... Das Ding ist, wir müssen... Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen. Ich habe mir ein bisschen drüber eingelesen, was da jetzt auf uns zukommt. Und es sind vor allem sehr viele Rätsel und ein paar knackige. Und die hätte ich ohne ein bisschen Hilfe vermutlich eh nicht geschafft. Also ich weiß, was jetzt ungefähr zu machen ist. Das Ding ist, wir brauchen hier diesen Schattenedelstein. Und wenn wir da hingehen, dann werden wir zurückkatapultiert. Wir haben diese Laternen. Die müssen wir runterbringen. Und das Licht ausmachen. Jetzt habe ich was im Hals. Und das werden wir jetzt mal versuchen zu machen. Ihr hat's fallen und wir sollten aufpassen. Wir bleiben jetzt mal mit den Leuten hier stehen. Einmal kurz einzeln gehen. Wahrnehmen. Ah, da. Wir werden da jetzt nicht drauf gehen. Wir gehen mal hier rauf. Wow. This place is hungry for blood. Ja, allerdings. Der erste Hebel. Okay, ist da noch einer? Nee. Ich werde auch nichts aufmachen. Okay, dann schauen wir doch mal. Hier drüben, da ist auch schon wieder so eine Platte. Springen hier hin. Ja. Easy. This place is hungry for blood. Ja, I know. Hebel. Okay. So, dann machen wir hier mal das Licht aus. So, ist dunkel. Okay, wir gehen solo nach vorne. Was? Oh, ich mach ihn nur auf der Seite. Hier ist kein Hebel. Lass mal hier so entlang gehen. Easy. Da, Falle. This place is hungry for blood. Da müsste es eigentlich hier auch noch was haben, vermute ich mal. Ja, da ist wieder so eine Platte. Jo. So, springen. Licht aus. Ich bin gerade ein bisschen froh, dass man die Dinger sieht, ohne dass man die Wahrnehmung hier geschafft hat. Okay, das sollte es gewesen sein. Ach, da hinten ist so eine Lampe noch. Okay. Ach, da hinten die Lampen haben wir vergessen. Ganz am Anfang. Bitte keine Falle auslösen, bitte keine Falle auslösen. So, die hier. Okay. Und du... What's next, I wonder? Kannst du mal deine Fackel bitte wegnehmen? Ja. Und jetzt dürfen wir nicht diese Muster rein. Hast du mal jetzt... Ich probiere es mal. Springen. Ne, da müssen wir von da hinten rein. If you insist. Kannst du... Ja, sie sagt es ja sogar. Hier rein.
Bloß nicht auf den Ring rauf. Welcome, child. Yes. Follow my voice and prove your worth. Okay. Koppel wieder zusammen. Du. Kannst du dich Quelle mal wieder anmachen? So. Okay. Haben wir sonst noch irgend... Moment mal. Jetzt links nach oben. Da geht's weiter. Okay, soll man nach links? Oder da? Ich glaube, ich würde mal nach da gehen. Be careful. There are traps about. Ja. Okay, Sarkophag. Werde ich das bereuen? Ich speichere mal kurz, ne? Tatsächlich nicht. Noch nicht. Okay, dann gehen wir mal durch die Haupttür. Und wenn möglich, bitte nicht die Falle auslösen. Södele. So. Eigentlich wäre es eine gute Idee, wenn man das hier macht. Ja. I do like it down here. It's nice. Naja, beruht nicht auf Gegenseitigkeit. This is a dedication to my goddess's power and dark beauty. Homie is not the first word that comes to mind. Ja, oder wo? Ach da. Weißt du was? Und was ist der Modus? Müssen wir uns da weiter an der Wand verstecken, oder? Lassen wir das mal ganz kurz. Kommt's mal hier runter? Nein, nicht da oben reinlaufen. Ah, er schaut die ganze Zeit darüber. Oh fuck, nein. Was, wir probieren es mal. Dann müsste ich aber hier raufgehen. Feuerball. Probieren wir es mal. Oh! Okay, jetzt müssen wir diese komischen Orb-Dinger hier kaputt machen. Oh, fuck. Lenkendes Geschoss. Okay, gut. Erste wäre schon mal kaputt. Ja, geil. Hier bis. Muss man die lebende Kreatur sein. Aber die ist ja lebend, oder? Darf kein Untoter sein. Man findet so versteckt. Ah, das hat nicht funktioniert. Einschlag. Cool. Time to push my luck again. Auf die dunklen Portale da. Feuerpfeil zerbersten. Ja, probieren wir es mal. Ah,
das ist immun. Fuck. Scheiße, was für eine Strategie machen wir jetzt hier? Das war nicht so gut. Soll man? Bin ich gegen jede Strafe wappnet. Komm. Oder zerfleischen? Nee, spalten. Nee, komm. Gegen ihn. Okay, Zug beenden. Schattenherz. Hast du noch 12 Leben? Haben wir noch irgendwelche Tränke bei dir? Nee, ne? Ich muss das Teil da eigentlich kaputt machen. 2 bis 16 Spiegelbilder, Wunden heilen. Sind alle ne. Shit, 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 shit. Down with you. Ignis! Fuck, das waren nur 7 Schaden. Ich würde dich mal selber schützen. Beenden. Feuerpfeil. Oh scheiße, da muss er so weit vorgehen. Ja Gott, was soll's. Yes. Ignis. Das gibt's nicht. Und Pierbis geht auch nicht. Na geil. Findet die Aktion Rückzug. No choice but to keep going. Oh, magisches Geschoss. Eins, zwei, eins. Gut, eins ist kaputt. Sehr geil. Kann ich? Ein Trank. Senden und Schattenherz. Geil. Danke. Einfaches Gift. Das brauche ich erstmal nicht. Trank des Sprechen mit Tieren. Nee. Beenden. Scheiße. Nicht gut. Rücksichtsloser Angriff vorbereiten. Moment. Opfere zusätzlich 3 Hiebschaden, ja. Bis zu 3 Gegner. Bitte nur 2 kriegen. 22, 14 auf ihn. Spalten auf beide. Ja, sehr gut. Das bringt nichts. Zu enden. Hä, was war das jetzt? Okay, Massen heilen. Wunden heilen. Wo war. Moment. Massen heilen, das Wort. Sehr gut. Wunden verursachen. More.
Scheiße, Fischler. Scheiße. Wie hast du noch? 38, 22, 25. Und mehr geht auch nicht. Schade. So much for peace. Wir brauchen mal Heilung. So ganz dezent. Es ist auch zu wenig. Ich glaube, wir gehen beim nächsten Ding drauf. Schlecht? Sehr schlecht. Exzessloser Angriff. Kritisch. Das gibt's doch nicht. Und Ursache, komm. Naja, der hat nur noch 4, bei dem rediert es wie fast nicht, aber... Was mit der eigentlichen Waffe passiert? Gut, immerhin. Warum willst du denn nach oben gehen? Kritisch, geil. Ja, mehr geht gerade nicht. Halte durch. Ah, fuck, nein. Ja, geil. Ja, eigentlich... Kann ich das gerade noch mal probieren. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Leute, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Das probieren wir nochmal. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Beim zweiten Anlauf hat es funktioniert. Ich habe aber jetzt was anderes gemacht. Bin zuerst reingegangen, ohne Runden passiert, und dann konnte ich mit den dreien, die da gestanden sind, kurz reden. Und die hatten auch eine Larve, aber die wurden von irgendjemand anderem gesteuert. Wir konnten nicht herausfinden, wer es gewesen ist. Und dann tauchten auf einmal die anderen auf, da mit diesen Kugeln da. Die haben wir jetzt besiegt. Und einer von denen, mit dem er da reden konnte, der ist da hinten weggelaufen. Ja, so viel dazu. Ich habe jetzt gerade noch eine Short Rest gemacht und ja, der nächste braucht so einen Long Rest. Ich würde sagen, wir gehen mal nach da unten. Schauen wir mal, was wir hier haben. Sieht schon mal geil aus da unten. Uralter Altar. To make a visage so grand. It's beautiful. Danke. Okay, da können wir nichts machen. Traversal Edelstein. Was macht er? Hä? Ich bin mir noch nicht so sicher. Also hier fehlt einfach so meine Kugel. Hat ein Herz. Was sagst denn du dazu? I can't believe it. I can't believe we found the Dark Lady's sacred crucible.
The Gauntlet of Shah is no ordinary temple. It is the highest test of the Dark Lady's faithful, to judge if they are worthy of becoming a Dark Justicia. The Gauntlet has double meaning. It speaks of the ordeals to be overcome, and of the armor-clad fist of Lady Shah that would embrace the worthy. Survive the crushing gauntlet, and be embraced by the Night Singer at its very core. The old ways were lost over time. Now some claim the rank simply by killing a single Saloonite. But before, they were a true elite. Many would attempt the trials, but few would succeed. Ja, jetzt dürfen wir die alle machen. Was haltet ihr von den Kitorik Turm, nachdem ihr lieb auf den King gelernt habt? Everything, potentially. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a Dark Justicia is to become the Night Singer's sword arm. Her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior. Head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Ja. Gut, ja, gut. Okay. Gelootet habe ich hier soweit schon mal. Ich habe nur die Vasen nicht angesehen. Wir könnten die nochmal hier ansehen. Oh, da ist eine Truhe. Hab ich noch gar nicht gesehen. Oh, ja. Was? Unerwartet. Dunkle Schleierpräzision. Der Träger hält einen Bonus plus 1 zu 4 Fernkampf, wenn er von Schatten verschleiert ist. Okay. Immerhin. Ein Trank. Haben wir hier vielleicht auch noch mehr Tränke? Nö. Gut. Wunder da. Blickpunkt. Feuerschale. Muss mal Licht machen hier. Okay, mit der Ratte. Okay. Schauen wir mal geradeaus. Oh, da ist er. Was? Nein! Mach auf! Oh. Okay. Tun die mir was? Kann ich mich verstecken? Nee, die haben mich ja schon längst. Never wanted the easy path. You prowl my battleground. Why? Are you friend? Foe? Thieving scavenger? You find yourself in a dead, putrid skull, somehow hosting a tadpole amongst a squirm of maggots. Another presence lurks within, manipulating the corpse like a puppet. Ah, a friend, an
uninvited friend. I did not request help. Did she now? Enter. I will see if I have any use for you. Stinking pile of ogre afterbirth! The Quake's Herald of the Shadows. They found me. Oh, das gleiche schon wieder. Oh oh. Ernst jetzt. Wir müssen diese blöden Kugeln hier kaputt machen. Pfeil, du hast 16 Schaden. Die darf unbelebt sein, Wunden verursachen. Im Nachteil. Warum im Nachteil? Weil ich zu nah bin. So eine Scheiße. Kann man es auf das hier machen? Stufe 3. Okay, eine Kugel ist weg. Was kann man bei dir machen? Das Ziel ist zu nah. Weg ist unterbrochen. Haben wir sonst nur irgendwelche Kugeln? Ja, nur die da hinten. Ja, das war zu wenig. Was soll ich verstecken? Ja, binden. Gut, Gott sei Dank ist es ein bisschen auf meiner Seite. Wir müssen diese Scheißkugeln kaputt machen. 1, 2, 3, komm. Das war zu wenig. Geil, der hat kritisch getroffen. So, einmal rauf auf das Teil. Geil. Rücksichtslos. Nerv dich. Geil. Zwei Kugeln noch über. Das kriegen wir hin. Ja, auf die Kugel. Shit, einer ist rausgekommen. Ah, da ist noch nicht. Shoot. Nimm mal hin. Feuerkugel. Auch das da, die ist fast kaputt. Excellent. Sehr gut. Zwei bis 20. Brennende Hände bringt mir jetzt gerade alles nix. Jetzt sehr viel Schaden, aber okay. Ja, da kommen ja immer mehr Kugeln. I'm going to
enjoy this. Gut. Ich gebe Bewegungsrate. Scheiße. Haben wir noch eine andere, vielleicht gerade hinter uns. Wieso laufst du da so weit? Dann halt die. Fuck, da ist jetzt auch... Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Wie soll ich denn das schaffen? Seelenjäger. Möchte irgendein Gegner übersehen? Das kann es ja jetzt nicht sein, dass hier da ständig die Kugeln kommen. 11, 10. Moment mal. Hätten wir... Hat es hier irgendwo Schalter? Nicht genügend Bewegungsrate. Hätten wir da die ganzen Lichter anmachen müssen? Irgendwas machen wir hier falsch. Du wirst dann sagen, außer Reichweite, ja, ist nicht erreichbar. Come on, Karlak. Ist fertig. Kannst du tiefes Schattenbibel? Ja, jetzt kommen die da alle raus. Irgendwas mache ich hier falsch. Donnerwoge. Tote vertreiben. Jetzt hätte was, wenn ich das anmache. Genügend Bewegungsrate. Er hat dich gar nicht treffen. Ein Schaden, ja, wow. Irgendwas ist hier falsch. Was ist, wenn ich hier sag... Warte mal. Wenn ich jetzt hier sag, spurten... Das Ding ist jetzt auch an... Das ist an. Ich glaube, ich muss dann einmal rumgehen und die ganzen Sachen hier anmachen. Vermute ich mal. Ja. Mach die mal an. Seems simple enough. Gut, Feuerpfeil auf das. Geil, kaum Schaden.
Einmal Lichter hier anmachen, bitte. Und in die Richtung gehen. Shit, 10 Schaden. Komm nochmal. Warte, eins weniger. Ja, und der nächste kommt raus. Oh! Oh! Ja. Mach das an. Jetzt gibt's richtig Stress. Geil. Möchte ich irgendwie, ja, gerade schon wieder neu anfangen. Es ist doch kacke. Nicht hin. Eigentlich müsste man auf den Oberdude da gehen. Ach, so eine Was mache ich? Donnerwoge. Nee. Okay. Eins weniger. Der ist alles ein bisschen uncool. Echt nur 4 Schaden. Was macht das da? Ach. Alter, das ist nicht wahr. Der kommt. Ja, sie kommt da nicht hin. Wir müssen da irgendwie schnell nach unten. Ja, das macht halt de facto keinen Schaden, ne? Alter, wie soll ich denn den... Auch nichts gebraucht. Einmal Trank und weg hier. Das hat ein bisschen gezwirbelt. Und der wird meine reinhauen, wenn ich weggehe. Thank you.
Ja, cool. Okay, nö. Ich werde das nochmal anders versuchen. Ich mache den Kampf nochmal, werde dann die Lichter einschalten. Sodass dann weniger Kugeln kommen. Und dann mal schauen, ob wir es irgendwie hinkriegen, dass der Typ nicht auftaucht. Ja. Das ist maximal uncool, aber bevor ich das mal mache, will ich mal kurz was wissen. Okay. Könnte man schon ein bisschen austeilen. Ja, ich mache das strategisch anders. Also, liebe Leute, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Es sind knapp anderthalb Stunden vergangen und ich habe den Kampf jetzt dreimal versucht und jetzt ist das letzte Mal hier, das dritte Mal. Und ich habe es geschafft, die Kugeln so weit wegzukriegen, ohne dass der Boss da in der Mitte gekommen ist. Leider sind meine Verbündeten auch tot. Ich habe nur noch diesen einen Gegner da hinten. Und dann brauche ich mal die Longrest. Schaut mal, die hat 130 Leben, ne? Wegen, Segen von Zelun, glaube ich, war das. Bin mir gar nicht sicher. Ja, wir machen den jetzt fertig hier. Bin fertig mit den Nerven. Sag's euch, ey. Ja, geil. Fehlschlag. Cool. Cool, cool. Mach mal Licht. Achso, das war schon an. Einiges Feuer. Dankeschön. Boah, finally. Oh oh. Bitte, bitte, bitte tu mir nix. Oh. Okay. Ach, Balthasar. Speichern. Das Gespräch geben wir uns jetzt noch. Guten Tag. Finally, we can talk face to face. Was, die Hilfe wäre schön gewesen, ne? Not just any true soul would have succeeded in following my path through this place. You should be pleased. Yeah. General Thorn. Rubbish. Everything is at hand here. Zarel merely envies the General's faith in me. I am in the midst of a grand strategy. But you're here now, and I may be able to put those limbs to work. You know what's at stake here. I take it. Er hat erwähnt, dass sie einen Eingang in den Tempel des Wutterständen gefunden zu haben. Ah, it was you who pulled his sorry carcass from the rubble. You should have left him there. The miserable worm tried to kill me, hoping to take all the glory of this mission for himself. Dull, dull, dull. Near. Was never cut out to be a true soul. He's a very obedient corpse, though. Perhaps you'd be more useful dead than alive, if you don't even know what I'm seeking here. Yeah. General form to you. But yes, recovering the relic is the crux of it. He commands, and I, his humble servant, fulfill that. While you, an infinitely more humble servant, fulfill my command. I will put you to work as a scout. Vierzehn, göttliche Führung. Los geht's. Oh fuck. Ja, gut. Spare me your bleating. The relic lends the general his strength, his invulnerability. It must be recovered before his enemies attempt to exploit it.
Das ist also der Schlüssel. I do not need you or your help. But you are here in spite of that, so I may as well make use of you. The relic is close, but the way is barred and Shah's dead are uncooperative. Clear the path for me by blade, cunning, or whatever it takes. I will remain here until you have succeeded. Na klar. Or fallen. I'd trust this gas bag about as far as I can throw him, which isn't far. But perhaps better to play along for now. Ja, der Leatherpaw Collision. Ja. Oh, soll ich das machen? Nein, das machen wir nicht. Probieren wir es mal. Scheiße. Ah, doch. Fine. I will assign flesh to aid you on your way. Ring this bell, and he will come. Wer denn? Oh. My brother is no intellectual powerhouse. Oder? But he is strong, loyal, and punctual. Should a fight turn against you, remember the bell. Good. Flesh will remain here until called. But don't fear. He has very sharp hearing. I chose his ears myself. Now, get to work. Ihr habt echt Probleme. Was mal angenommen, ich hätte jetzt gegen ihn gekämpft, ne? 63 hat eine Magierrüstung, war klar, 127. Der Rest ist eigentlich überschaubar. Okay, aber jetzt wissen wir eigentlich... Na klar, hat er hier im Bett. Jetzt wissen wir wenigstens endlich mal, wie wir den General umnieten können. Aber ich glaube, wir werden gegen ihn dann irgendwann mal kämpfen müssen. Gut. Gott's gut ist. Okay, wir werden dann, also ich werde hier dann zur nächsten Episode hin mal ein bisschen looten. Da hat es noch zwei Tore. Mal schauen, was wir da so finden. Und dann geht es weiter mit den Prüfungen. Ich glaube, wir sind hier noch ein bisschen länger. Das... Baldus geht zwirbel momentan. Ganz schön. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.